Moin Moin, also an dieser Stelle kurze Ansage, denn was jetzt folgt, ist quasi der Zusammenschnitt von ein paar Scharmützelgefechten, die wir gefahren sind. Ich verzichte diesmal drauf, alle im Einzelnen vorzustellen. Ihr könnt ja die Namen lesen und hört es raus. Ich bin auch nicht dabei, das Ganze zu moderieren, sondern ich fahre da einfach mit und ich bin auch nicht gerade derjenige, der da jetzt am meisten sabbelt. Aber weil das ganz witzig war und vielleicht für euch ganz interessant ist, habe ich das nochmal zusammengeschnitten und hier hochgeladen. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Dann ciao. So, Ich Ansage. würde. Leg los. Also die Heavys auf jeden Fall. Die Heavys pack mal hier rein. Okay. Und die leichten, wir bleiben einfach auch hier in der Ecke. Der Type 64 macht Licht aber nicht allzu weit weg. Weil ich denke mal, die werden auch wie die Doofen hier ankommen. Also wahrscheinlich da irgendwo hinstellen. Ja, genau. Und schön in Bewegung bleiben. Nicht vergessen, Type 64 T37 wegrammen, wa? Jo. Voll drauf. Nicht da, nicht bremsen bei denen. Und natürlich nicht Umwelt. aufgehen, ne? Ja gut, jetzt ist eh egal. So, Feuer. T37. Schön. So, der Kommel, der ist gekettet. Alles. Type 64 kann von hinten auf den Type 64 gehen. Bin auf dem Weg. Die dicken natürlich voll drauf. So, die Combels, zwei Stück fahren mit auf die Combel. Und die Heavys fahren vor. Und wir holen jetzt das Kleinzeug da raus. Der Fokashi sieht. Wo soll er doch? Jo. Und zurückschießen. Jo. Ich bin gleich down. So, rammen, rammen. Hab Nicht mal vergessen, das abgefangen. rammen. Den Type, genau. Und jetzt geht ihr alle auf den Kombel da raus. Drauf, meine ich, nicht raus. Brennt. Der brennt ab. Rechts VK 28. Und Schaden gibt mehr Ressourcen wie Ketten. Ah, okay. Also wenn man die Möglichkeit hat, also Siegen ist ja eh immer besser, ist besser für die Statistik, ne? Das sieht man ja nachher. So, und ich habe jetzt 9 Ressourcen für meinen Clan zum Beispiel verdient. Also haben alle was von. Vorher war das ja nicht so. Okay, wunderbar. Nice. Das war doch mal Jetzt gut. habe ich auch ein Repair-Kit mit, das war mir jetzt eine Lehre, ey. Voll die Kette gezogen, auf einmal gedreht. 13:0 ist gleich vorbei, das Spiel. Wie viel steht's denn bei Dortmund? Das sehe ich gar nicht. Ich habe eine Werder-App am Laufen. Ja, aber hier Dortmund muss auch einer ist ja gar wissen. Nicht eine Arti. Warte, Tatsache. Lüdenscheid. Aber ein OI auch. In diesem Gefecht würde ich sagen, dass der Type 64 nach rechts fährt zum Gucken und da seine Runden dreht und der Rest nach links. Oder nicht? Aufpassen, der OI hat ja, eine richtig ja, große ja. Sichtweite. Und wenn Also. wenn der OI auftaucht, wegfahren. Da müssen sich die schweren Panzer oder So, wo fahren die umrunden. Kombis jetzt hin? Links. 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 Type 64 nach rechts zum Gucken, in Bewegung bleiben und der Rest nach links an den Bügel daran. 1-1, oder? Nee, warte mal. Warte. Frank, wir sind bei WOT jetzt. Und Ja, ich ein weiß. mit Tarnnetz würde ich hier oben drauf stellen. Also nur der ein für die Tarnung. Ja, mache ich. Und wenn der OI um die Ecke kommt, können wir gleich umdrehen. Das ist aber links hier, ne? Ihr meint ja links. Ja. Da vorne ist noch ein Hügel, wo man ranfahren kann, noch ein Busch. Ja, aber ich oh, fahre nicht bin weiter, auf. Wenn ich bin auf. Ja. Ich auch. Dann kommen sie über die rechte Seite. Drücken wir jetzt durch oder was machen wir? Nee, wir warten noch. Oh, Type 64 weg dahin. Noch Weg. Ich würde OI jetzt hat mit auch auf mich zwei. geschossen. Oh, der OI. Ja, also jetzt könnten wir rein. Schade. Ja. Dann los. Denn vor hier oder was? Ja. Fahren wir mal vor, ne? Also der OI auf müsste linke, so bei also ich bin C6 auf. stehen. Sagt aber auf. Also ich würde auf der linken Seite von diesem Hügel hier bleiben und den da erstmal rausnehmen. Direkt, der muss jetzt fallen.
komme ich nicht drauf. Ey! Bitte langsam! So, und dann zurück auf die Seite wieder. Ich würde aber auf der linken Seite bleiben, also ich bin jetzt nur wegen dem VK hinterher. Ich habe einen Artillerieschlag abbekommen. Mhm. Das sieht ganz schön. Wir müssen aufpassen, die haben auch eine Arti. Ja. Dann gucken wir mal, wenn der OI auf den Type 64 geschossen hat, dann muss der ja ziemlich weit. Aber die VKs würde ich ehrlich gesagt hinten lassen. Hat einer eine Schere drauf von denen? Nee, ne? Nee. Ja. So, die werden da irgendwo campen. Ich fahr zurück, denn dann kommen bei mir mit hier. Ja, ich drehe mich schon. Ich folge unauffällig. Meinst du, wie campen im Wald? Ja. Wenn wir am Kartenrand entlang schleichen, kommen wir ungesehen in die Ecke. Also so. Nein, ich kann ausprobieren. Also ich persönlich würde zurückfahren. Ich würde zum Camp. Ich würde verteidigen. Ne, zu unseren aber. Ja. Also schleichen oder zurück? Da vorne. Da ist der so, stopp, da können wir jetzt alle zusammen drauf fahren. Der ist aber nicht allein. Oh fuck. Ja, aber das sieht doch gut aus. Oh, ich bin gleich tot. Ja, zieh dich zurück. Vorfahren? Ja, da kommt. Okay, ich hab's kurz überlebt. Ja, bleib hin. Oh, weg, alle weg. Das ist nicht gut. Ei. Wohin? Ja, zur Fahne bei uns. Oh, scheiße, ja, ui. So, fahr zurück, Svega. Ich hab hier noch nie einen Ex-Mannschaft, die haben gar keine Sichtweite. Oh, fuck. Scheiße. Ich hätte zurückfahren sollen, ey. Ulti? Ja. Wenn er nochmal überpiekst, ich versuche ihn. Da piekst du da fast hinter den Dünen. Die kleinen Drecksäcke, ey. Haben sie aber gut gemacht, ne? Drauf reingefallen sind wir. Lass sie doch ketten, dann wissen wir, dass sie drin sind, dann schlachten wir sie weg. Das geht auch. Und sie doch ihren Spaß haben. Die liegen da hinten warten. Wir sind immer in der Überzahl. Wir können uns hin und her verlegen. Ja. So, ich gehe mir eben noch ein Bier holen. Lasst euch nicht für die Arti rauslaufen, ne? Doch, willst du den T-37 wegfahren lassen? Ja, besser als wenn noch einer bleibt. Ja, jetzt alleine, bringen wir. Die anderen sind doch immobil, wenn wir da wieder hinfahren und die ansnipern. Ja, die Crumbles von denen sind aber nicht immobil. Meinst du, die hocken da immer noch in der Ecke? Ich glaube schon, die bewachen den Cap. Soll ich mal vorsichtig gucken? Nicht drin, nicht drin. Darum fahre ich ja Kreise hier. Multi bleibt schön. Entdeckung. Ja, ich bleib hin. Also ich habe extrem den Dings angeschüsselt, den UI extrem angeschüsselt und den VK auch. Der T-37 ist auch ziemlich down. Maximal 2-3 Bester weg. Ja, also da fallen auch gleich die nächsten Panzer, wenn wir darin stürmen. Der UI, der macht uns bloß mit der HE-Schelle weg, das ist das Problem. Deswegen müssen wir den mit der Sichtweite besnipern. Also wenn man sowas öfters machen will, muss man sich nochmal die entsprechenden Panzer zusammenstellen. Jo. Und dann... Also wir warten jetzt wirklich, bis sie kommen, oder was? Wir warten erstmal, ja. Gut. Die kommen erst auf den letzten Drücker. Vorher bewegen die sich nicht. Also ich stehe oben drin. Eigentlich sollte ich erst aufgehen, wenn sie vor mir stehen. Deshalb, von vorne sehe ich sie dann. Ich würde ja gerne mal wissen, wo die Arti ist. Die ist hinten auch bei denen, ne? Die Arti ist ein paar Mal zwar in meiner Nähe eingeschlagen, aber hat mich nicht gesplasht oder so. Deshalb kann ich das gar nicht sagen, von wo aus sie geschossen hat. Aber ich denke mir, die bei mir hinten. Ist sie gerade eingeschlagen. Ja, Bayern hat verloren. Wenigstens das.
Nun stehen wir hier. Tja. Ja, Scharmützel oder wie auch immer. Da geht es denn darum, dass man dann eben gemeinsam irgendwo raufrommelt im Zweifelsfalle oder. Naja. Raufrommeln nicht. Das ist Taktik. Ja. Oh, ich werde vom Crovel beschossen. Arti ist auch eingeschlagen. Wo bist du? Gib mal einen Ping. Hinter uns, auf der Einserlinie. Dann fahren wir jetzt durch den Wald zu denen, oder? Ja, könnt ihr ja versuchen. Großen Bogen, Cromwells, alle drei gemeinsam hinten rum. T-37 da oben. Könnt ihr drauf wirken? Super. Hattie hat geschossen. Cromwells trotzdem da hinten rum. Multi, kommst du hier weiter zu mir? Ja. Ich habe eine Schere dabei, ich gehe erstmal in Position und guck. Da, komm, oh, da kommen Cromwells, sie. Links. Ja, und was machen wir? Alle Cromwells auch zurück. Also ich will da nicht reinreden, aber der UI ist nicht da. Gut. Oh. Der UI wird quer durch die Stadt gleich kommen. Also ihr seid zu viert, die sind zu zweit. VK rechts. Mhm. Also die beiden Cromwells auch noch mit auf die anderen Cromwells drauf, dann habt ihr so gut wie gewonnen, weil die kann nicht mehr haben. Und mit der AD aufpassen. Der VK kommt runter. Um den kümmere ich mich. Nee, AD hat mich geholt. Gemeinsam rauf denn auf die Cromwells. Okay, ich fahr rum. Schön. Super. Nicht mehr nach Norden fahren, sonst kommt der VK oder UI. Und jetzt wieder ganz runterfahren auf K1. K1. Abhauen. Erst wieder zusammen sammeln und dann durch die Fahne auf dem VK. Das ist der UI. Oh. Aber die haben nicht so eine Sicht wie ihr. Müsstet ihr eigentlich hinkriegen. Ich hole mir den VK jetzt. Aber mit Gold, ne? Auch beim UI. Vier Stück habe ich. 36 Sekunden. Los, umschwirrt den UI, los. Da müsst ihr aber alle drauf, ne? Ich fahr. Das bestimmt. Ah, naja. Und jetzt will ich auf Unentschieden spielen, jetzt will ich nicht mehr angreifen. Nicht drauf. Lasst euch Zeit. Letzten 15, 16 Sekunden. Denn lieber ein Unentschieden. Ketten schaffen die auch nicht mehr. Ketten schaffen die nicht mehr. Ja, aber du weißt nicht, wo die AT ist, oder? Das ist das Problem. Bist du die gefunden hast? Ja nicht beim Cap. Ja, aber der UI und VK, die hätten euch rausgenommen, hätte er trotzdem verloren. Das ist, also ich finde ein Unentschieden besser wie eine Niederlage. Mhm. Das stimmt. Und die diese Hardcore-Clans, die fahren alle nur mit Type 64 und T37. Die nehmen überhaupt nichts Schweres mit. Könnt ihr ja mal gerne probieren. Weil die spielen auf Sicht und dann die kommen T37 und dieser Type, die kommen ja beim OI ohne Probleme durch. Ich habe einen Verbündeten geschossen. Ah ne, vom Rammen war das. Also. Verbündeten gerammt? Ja, mit irgendjemandem bin ich zusammengerammelt. Ja, mit mir. So, Kaffer, also die haben... Also AMX 12-Tonner RAM, T37 RAM, ne? Nicht bremsen mit den Cromwells. Wo fahren wir hin? Geradeaus ist scheiße, oder? Ja, links hoch, oder? Ja, ich würde mit dem Frank gerne ganz links oben in der Ecke fahren. Ja.
Und der Rest erstmal hier auf die Ecke hier, da, wo ist es? Da, rein. Achso, und übrigens Ping ist auch ganz schlecht, weil es gibt nämlich einen Cheat. Also eigentlich müsstest du jetzt überall pingen, weil dann sehen die, wo man angepingt hat. Das kenne ich noch von der Wildgänse, die haben das nämlich auch gemacht. Gott, aber was nicht alles gibt. Ja. So, ich bleib jetzt erstmal hier. Eine, kommen wir vielleicht noch mit da hoch? Ich wollte hier stehen bleiben, vielleicht kommen die hier hoch, okay, damit ich sie anschlüsseln kann. Und immer schön zusammenbleiben. Und die schweren Panzer, die könnten sich auch gleich, falls die über diese 1er-2er-Linie kommen, dass die dann auch da wirken können, wa? Mhm, ich bleib da ein bisschen, wir bleiben dann hier hinten weiter. Wollen wir vorfahren, Frank? Wer war auf? Ich bin auf D5. Ja. Ja, also bei uns ist das F6, wir drücken F6 und dann wissen wir, nicht, also den negativ, dann wissen wir mal, wer auf war. Ah, okay. Weil ich kann ja, können ja alle sein. Na, dann warten die bestimmt auf uns, oder? Das kann sein, weil die auch wieder zwei Hilfe. Die sind in der Jagdpanzerstellung da bestimmt drin. Ja, und jetzt mache ich mit dem Frank langsam auf. Bin schon wieder auf. Ja, dann Kopf einziehen, in Deckung bleiben. Ja. Einfach warten, bis die aufgehen. Also von hier rechts können sie nicht kommen, denn... Aber wenn jetzt... Hier. Selbst wenn die ins Cap fahren sollten, haben wir immer noch die schweren Panzer, die können von oben runter wirken. Ich kann von hier aus auf den Cap gucken. Ne, noch nichts auf immer. Da wir hier zusammen sind, würde ich vorschlagen, dass Tominius quasi den Zugleiter für uns übernimmt. Du hast einen abgekriegt, Düsseldorfer? Oder was? Ja, geradeaus, T37. Was mach ich? Wolltest du nochmal abhauen da? Geht auf H6. Ja, ja, mach ich jetzt. Wollte eigentlich rechts auf dem Balkon und mal gucken, ob die da stehen, die Mongos. Sollen wir immer noch hier stehen bleiben? Mhm. Rudi? Ich bin jetzt auch oben. Also die tasten sich jetzt auch langsam ran. Dann warten. Wieder auf. Ich bin auch auf. Wir stehen alle da oben auf dem Hügel drauf. Ja. Einer ist links, T37, einer wird rechts sein. Absichern. Und die stehen da auf dem, da wo die Jagdpanzer normalerweise stehen. Ja, komm, aber nicht, ihr dürft nicht zu weit auseinander gehen. Ja. Da ist einer schon. Warst du auf dem Kabum? Da steht aber noch was. Ich bin wieder auf. Jetzt bin ich auf. Na komm, du musst da gar nicht. Wir sind ja hier. Du kannst so im Grunde da gar nicht wirken. Na guck mal. Jawohl, könnt ihr da dran kommen? HE? Oh. Negativ. Oh, ich hab sie nicht mehr angekratzt. Ja, ich komm. Ah, sehr gut. Schön. Da. Das ist natürlich jetzt auf Entfernung schießen, wa? Zwega, sollen wir das? Warte erstmal, bis ich wieder zugehe. Oh, ich bin auch offen. Ah, jetzt war sachte auf. Offen. Ich fahr wieder zurück hinter den großen Hügel. Mann, das sind doch voll die Cheater, das kann doch gar nicht sein. Vielleicht doch. Wieso? Postblock. Nein, ich meine, wieso kommst du darauf, dass es Cheater sind? Ja, guck mal, KV85, ich denke, wenn du jetzt nicht schießt, Frank, wa? Ey, ich schieße nicht. Ah, ey, wie... Hat, ey, das gibt's doch nicht, ey. Der war nicht schlecht, ey. Hat er dich getroffen, oder was? Ja. Aber volles Hund, ey. Da ist der T37, Leute, er muss raus. Boah, das gibt's doch gar nicht. Da sind sie. Oh fuck, ich muss hier weg. So, jetzt sucht ihr euch ein Ziel aus. Da, wir gehen auf die. Wir sammeln uns hier.
lasst uns alle zurückfahren. Guck mal, die KV-85, die werden auch noch stehen bleiben. Der Frank bleibt noch mal stehen und wir fahren hinter den schweren Panzer mal eben hin. Frank, du bleibst da jetzt erstmal nur stehen, ja? Ja, 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 ja. Der Rudi, der da unten ist, der Kavum, der kommt auch noch mit zu mir. Zu mir heißt? Sachte. Ja. E64. So, jetzt war ich auf, jetzt wissen sie, dass ich da rumfahre. Soll ich trotzdem hochfahren? Ja, komm mal zu mir. Wir holen uns jetzt nämlich die Commonwealth raus und ich glaube, dann werde ich 30. Beschossen. Ich konnte auch sicher hochfahren. Und der Multiplayer, genau. Ja. Ihr müsst hier drauf wirken können. Könnt ihr ja, ne? Ja. Ja. Und da könnt ihr ja auch drauf wirken. So, und wir fahren jetzt die Einserlinie bis dahin. Das machen wir jetzt mal. Und zwar fährt der Rudi fährt vor, weil du hast am meisten. Die kommen jetzt immer ganz am Ende raus. Nicht über die Brücke fahren, ne? Die sehen, dass wenn was kaputt geht. Ah, okay. Oh, Entschuldigung, sorry. Ja, Karambolage rennen machen wir hier. Entschuldigung. Was sind jetzt die drei Punkte? Wir sammeln uns jetzt auf F1 und dann überholt uns erstmal der Rudi. Der Frank bleibt da locker flockig stehen. Ihr könnt damit auf die KV-85 schießen. Also wir gehen hier, die Heavys gehen nicht auf. Ihr wartet noch, ihr wartet da. Weil ja. Gleich geht T7-3, wenn die nämlich hier abhauen wollen, dann wartet ihr auf die. So, und wenn der Rudi fährt jetzt ein paar Meter vor der Volle, der andere Rudi hinterher. Und wir bleiben hinter denen und snacken alles weg. Wie fahre ich denn? Dahin, zu gleich rüber. Links an dem Berg rum. Rüber luken und der erste Panzer, der auftaucht, wegnehmen. Links am Berg vorbei? Also links den Berg, also rechts, jetzt vorwärts, vorwärts. So am Berghang entlang. Ja, genau. Und schön auf die KV-85 aufpassen, dass ihr nicht zu weit nach rechts wegdriftet. So, ihr beide fahrt nebeneinander. Um eine Ecke rum und irgendwas wird da jetzt bestimmt auftauchen, bin ich mir ganz sicher. Da, kommen wir, Feuer. Und drauf. Aber die müsstet eigentlich auch von drüben schießen können, ne? Ich war noch nicht auf. Die kommen wir rausnehmen. Jetzt die rechte kommen wir. Ich komme da nicht raus. Gerne. Rammen, sehr gut. Und wieder abhauen, wieder abhauen. Wieder abhauen. Oh. Ist noch laut. So, jetzt kommen die. Oh nein, die Heavys jetzt voll Druck machen. Wartet auf die Rudis, warten. Der Type 64, auch der kann wirken. Der kann super wirken von da. Der Frank kann von überall schießen. Wir geben Gas. Ich habe euch ehrlich gesagt vergessen, Heavys. Ja, ich war schon ein Stück vorgefahren. Ja, da habe ich. Weil ich konzentriere mich so selber auf meinen Panzer. Ja, ist glaube ich auch nicht so einfach zu sagen, Mensch, fahrt hier längs, da längs. Ja. Ich bin auch völlig überfordert, ehrlich gesagt. So, den kürzesten Weg nach vorne rüber. Der Rudi müsste schon angreifen. Der Rudi muss halt da durch. Er rollt. Der muss schon Schaden wegnehmen, dass die auf euch wirken und dass die VKs gleich nicht mehr so viel zu tun haben. Nehmt euch den kleinsten raus. Was haben die denn da? Den 259er würde ich nehmen. Na gut, den. Jawohl, raus damit. Sehr gut. Nochmal. So, jetzt müsst ihr töten. Captain schafft er nicht. Und jetzt, oh, der Düssel, super. Ja, cool. Geile Ausnummer. Also das mit den Heavys war jetzt mein Fehler, weil ich hätte euch das schon vor ungefähr eine Minute sagen müssen, dass ihr losfahrt. Habe ich aber halt nicht dran gedacht. Hätte mir auch selbst dran denken können, aber wie schon gesagt, man macht es das erste Mal und das ist alles, ja. Haben die Farben bei den Gegnern in unserem Clan in dem Ergebnis was zu sagen? Ich sag, die kommen über die 6er-Linie. Ansagen, wo wir hinfahren sollen, bitte. Ich würde sagen, okay, dann mach mal. Ja, ich würde sagen, ein Type 64 nach links zum Spotten und der Rest geradeaus in die Mitte. Ich würde die Types zusammenlassen.
Da schicken wir einen. Aber können wir mal machen, machen wir mal. Wolltest du hin? Wir verstecken uns erstmal in der Mulde. Ja, wo wolltest du? Frank, du bist? Ich falle F1, ja. Okay, dann bleib ich bei den. Ich mach dann in der Mitte im Proxy-Spot. Ihr müsst bloß zusammenbleiben. Ja, welche Mulde? Ich habe das jetzt hier. Gut. Du bist schon in der richtigen Mulde. Achso. Der Rest fährt hier irgendwie hin. Wir haben halt das schnellere Setup, ne? Oh, guck mal, da sind wir alle. Dann Type, brauchst du gar nicht hinfallen alleine, wa? Nee. Also ich bin noch nicht auf. In der Mitte hier. Okay. Ich war auf. Genau. Bin auch offen. Type 64 links, wenn wir können. Ja. Also. Das ist schlecht. Zurückziehen hier. Also. Die umfahren uns. Ja. Ja. Haben gekettet. Haben rausgenommen. Ich hab nichts gemacht. Pass auf, der Rudi und der. Wer ist das? Kabum geht drauf, oder? Ja, schade. Sorry. So, jetzt spielen die natürlich auf Sicht, ne? Ja, das machen die jetzt auch. So, jetzt brauchte ich den Rudi auf der anderen Seite, um den Rudi rauszunehmen, weil alleine kriege ich den nicht raus. Guck mal, den Rudi ist offen da. Bin tot. Ja. Auch beim nächsten Treffer bin ich auch raus. Oh, Crombie. Ja, die schummeln doch schon wieder, ey. Ist auch logisch, die gewinnen ja. Nee, die haben uns überflügelt, das war schon ganz clever von denen. Ja. Wir hätten oben einen hier in den Spotterbusch. War auf dem Weg dahin. Aber da war ich auch schon auf und quasi auch schon tot. Komm, nimm mir was nach Haus da. Spielkameraden. So schnell kannst du gar nicht nachladen. Ach, ist doch scheiße. Da, wenn wir sowas öfter fahren, kann ich mir ja nochmal einen T-37 holen. Was ist gut am T-37? Naja, ein Scout. Gute ja, für Scharmützel ist er gut. Für Scharmützel ist er gut. Schießt schnell, mobil. Ja. Und kommt auch gut durch, ne? Ja. Ja, und wird schlecht gesehen, ne? Ja, aber schlecht gesehen, das kommt wieder auf diese Karten drauf an, wa? Also die haben jetzt wirklich nur auf sich gespielt. Ja. Das ist aber halt dieses Wenn und hätte man Wenn, selbst wenn ich mit dem Frank rübergefahren wäre, die hätten uns da drüben wahrscheinlich weggenommen. Mhm. Und eventuell kannst du den T-37, wenn du immer nur auf leichte Setups triffst, dann kannst du ihn ja auch mit hier der Magazinkanone nehmen. Ne? Dieses Festungs. Da ist so ein Bild beim Festung, ne? Wenn ich auf Festung das geht. Das ist alt. Was? Meine Frau steht gerade neben mir. Achso. Ja, und da kannst du auch. Das sind alte Socken. da kannst du auch diese Festungssachen ausbauen. Mit den Ressourcen, die man verdient, kannst du die Stufen ausbauen. Da verdient man mehr. Und wenn du das öfter spielst, dann kannst du auch für einen Clan zum Beispiel so Kreditausüberschuss anmachen. Soll ich nichts mehr sagen? So wie du grinst, doch, hat da gerade einer über mich geredet, meinte sie wahrscheinlich. Meine Frau redet mit mir. Und dann kannst du halt in dem